Zur 1. Mai-Demonstration in Gerstungen bekundeten Bürger aus Thüringen und Hessen ihren Unmut über die anhaltende Versalzung der Werra. Erste Trinkwasserbrunnen mussten wegen Salzbelastung abgeschaltet werden. Die Gerstunger fürchten um ihr Trinkwasser. Und deswegen, diese Hohlräume sind gefüllt mit Salzwasser, mit natürlichem Salzwasser. Und in diesem Bereich werden die Kaliabwässer verlassen, jetzt bereits großflächig in Plattendolomit und dringen in den Buntsandstein ein. Und dieser Buntsandstein in den verschiedenen Stockwerken, das ist der Bereich, in dem sich unser Grundwasser befindet und in dem sich auch das Trinkwasser befindet. Sie sehen immer noch, die Salzwasserschicht ist stabil unterhalb des Brunnens. Das heißt, wenn hier an diesem Brunnen Trinkwasser gefordert wird, dann ist das überschwemmt, über die Salzabwässer auch direkt in die Werra eindringen. Seit dem Jahre 2006 wissen wir, dass so viele Salzabwässer, versenkte Salzabwässer in die Werra eindringen, dass der genehmigte Grenzwert bei Niedrigwasser bereits erschöpft wird. Das heißt, bei Niedrigwasser kann Kaliumsalz kein zusätzliches Salz in die Werra einleiten. Und Sie sehen hier, dass inzwischen auch der Brunnen beeinflusst ist vom natürlichen Salzabwasser, dem sogenannten Formationsabwasser, und hier bereits ebenfalls auch von den Salzabwässern. Und das ist der Zustand, vor dem sich die Gemeinde Gerstungen fürchtet. Denn das würde bedeuten, dass dann alle Brunnen stillgelegt sind und dass die Trinkwasserversorgung der Gemeinde über eine Fernleitung sichergestellt werden müsste. Und das bedeutet ständige erhöhte Kosten für das Trinkwasser für die Gemeinde und die Abhängigkeit von einem Lieferanten, der dann möglicherweise auch privatisiert ist, ein privates Unternehmen, das Wasser verkauft, von dem man dann abhängig ist. Gemeinsam mit Sportlern des Deutschen Kanuverbandes startete auf der Werra ein Protestboot mit Ziel Richtung Nordsee.